Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Technik-Faultier-Video mit dem neuen Apple iPhone 7 Plus. Diesmal richten wir das Gerät ein. Unsere Nano-SIM-Karte liegt schon bereit. Die schieben wir jetzt rein, schalten es ein, durchlaufen den Einrichtungsprozess, spielen dabei einmal mit dem neuen Home-Button rum, der sich ja nicht mehr drücken lässt. Aber Apple hat sich da eine nette Illusion für einfallen lassen. Und dann gucken wir einmal rum. Ich stelle auf dem iPhone 7 Plus mein Backup vom 6S Plus wieder her. Das dauert dann etwas. Und da mache ich mir auch keine Gedanken wegen des Speicherplatzes. Denn wir haben ja hier die Version mit 128 GB. So, und dann spielen wir einmal hier rum, vor allem mit den neuen Doppelkameras. So, aber zuerst SIM-Card-Tray-Tool aus dem ganzen Papierboost raussuchen. Auf der rechten Seite befindet sich unser SIM-Karten-Slot. Einmal reinpieksen, wenn man es denn trifft. Na, kommst du wohl? Oh, das ging jetzt aber gerade nicht so einfach. Dann Ecke links oben, Chip nach unten, also so rum, und dann Chip nach unten wieder rein. So, An- und Ausschalter oder Taste an der rechten Seite drücken, drücken, drücken. Und jetzt natürlich der schöne Unterschied. Ich filme das Ganze übrigens jetzt wieder mit dem iPhone 7, der kleinen Version, der normalen Version, in schwarz. Und beim schwarzen iPhone ist es ja beim Einschalten so, da ist ja der Hintergrund schwarz und das Apfel-Logo dann in hell. Und bei den weißen oder bei den iPhones mit der weißen Front ist es genau andersrum. Ich hatte übrigens nach Namen gefragt, weil das 6S Plus ja Rosalinde die dritte oder Rosalinde 3.0 inzwischen ist. Wie könnte man das Silberne nennen? Da waren ein paar nette Vorschläge dabei. Ich bin mir aber noch nicht sicher, in welche Richtung ob es einen Namen kriegt und wenn ja, in welche Richtung der Name dann geht. Wir sind im Lockscreen zum Öffnen Home-Taste drücken. Ah, und jetzt hört mal da was? Ne? Das ist schon. Nein, jetzt habe ich VoiceOver aktiviert. Aber das kennen wir ja. 1, 2, 3. So, VoiceOver off. Dreimal drücken aktiviert ja VoiceOver. Das kennen wir jetzt. Wir wählen als Sprache erstmal Deutsch aus. Landregion Deutschland. Und Akku auch hier wieder. Ich würde mal sagen, so irgendwas um die 88%. Wir haben unsere SIM-Karte drin. 3G ist schon erkannt. LTE leider gerade nicht. So, wir könnten das jetzt überspringen und mit dem mobilen Netzwerk einrichten, also unsere Datenverbindung von der SIM-Karte nutzen. Ich bin aber zu Hause, das bedeutet für mich, ich verbinde mich ganz normal mit meinem WLAN, gebe einmal das Passwort ein. So, Ortungsdienste verwenden, natürlich, die möchte ich aktivieren, denn ich will ja auch damit rumnavigieren und alles andere machen. Touch-ID, ja, das richten wir jetzt ein. So, und hier ganz normal den Finger wieder drauflegen und dann vibriert es. Nicht drücken, ihr könnt zwar auch drücken, obwohl es ja eigentlich nichts zum Drücken gibt, aber dann kriegt ihr hier wieder die Warnung, das heißt einfach, na, und wieder, also nur leicht brühen, leicht den Finger drauflegen und gleich kommt der Hinweis, genau hier, Fingerposition ändern, mal so ein bisschen auch die Ränder draufkriegen, so, und damit sind wir durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Gefühl vom Home-Button, es kommt nicht an ein normales, ich sag einfach mal, an den normalen Home-Button ran, wenn wir jetzt mal den hier drücken, ne? Es fühlt sich schon anders an, aber es ist schon auf jeden Fall eine nette Illusion, die man da bekommt. Code-Optionen habe ich noch auf andere. Ich muss auf jeden Fall einen anderen Weg zum Entsperren eingeben, falls mein Finger, was weiß ich, verletzt ist oder nass ist oder jemand anderes soll mein iPhone entsperren. Ich nehme hier einfach mal wieder 1, 2, 3, 4. Ja, ist nicht sicher, aber wir wollen es trotzdem nochmal bestätigen. Und damit sind wir damit dann auch fertig. Als nächstes, da kommt jetzt der Punkt, denn während ich das 32er iPhone 7 als komplett neues wiederhergestellt habe, um zu gucken, wie viel Speicherplatz es hat, das ist übrigens, wenn man die Apple-Apps mit installiert, sind es nur Pi mal Daumen 23 GB, aber das habe ich auch rausgefunden, wenn man die ganzen Apple-Apps dann wieder löscht. Also ich meine jetzt nicht die Standard-Dinger, sondern die großen zusätzlichen, iMovie, GarageBand, die ganzen Office-Apps, dann ist bei dem 32 GB iPhone noch knappe 27 GB frei und das ist ein ausgezeichnet guter Wert, gerade wenn man dann auch die Umrechnung von 32 Gigs von Bits in Bytes mit reinrechnet. Das ist echt nett. So, aber hier brauchen wir es nicht. Hier stelle ich jetzt einfach wieder ein altes Backup wieder her. Darauf bin ich ja beim alten iOS-Gerät einfach mal hingegangen. Ihr könnt das selber, Einstellungen runter zu iCloud und da gibt es dann den Backup-Punkt. Da könnt ihr dann auch euer altes Backup oder erstmal ein Backup machen, falls euer iPhone das nicht sowieso über Nacht macht. Und, was ja viele auch nicht wissen, ihr könnt ja auch einfach zum Beispiel vom iPad oder vom iPod Touch so ein Backup aufs iPhone herstellen, wenn das jetzt zum Beispiel euer erstes iPhone ist und ihr möchtet halt ein paar Daten schon mal rüberziehen. So, ich gehe jetzt aber hin und sage Backup wiederherstellen und zwar aus iCloud. Wenn ihr es am Rechner gemacht habt, dann mit iTunes. Also iCloud Backup wiederherstellen.
Dafür muss ich mich jetzt erstmal mit meiner Apple-ID anmelden, dann den AGB zustimmen und dann sehe ich eine Übersicht über meine letzten Backups und hier auch vom iPad oder wo auch immer von. Ich nehme aber mein letztes iPhone-Backup, das ist das oberste da. Und dazu muss er jetzt erstmal ein Software-Update machen auf 10.0.1. Laden und installieren, dazu sollte der Akku ausreichen. Ansonsten bei sowas natürlich empfiehlt es sich auch direkt, das iPhone dann an den Strom dran zu hängen. So, das hat jetzt etwas länger gedauert. Er hat das Update runtergeladen, installiert, nochmal neu gestartet. Und jetzt muss man zum Entsperren direkt auch den PIN eingeben, weil Fingerabdrucksensor nach dem Neustart funktioniert nicht. Also den Code, den ihr eben eingegeben habt. Und jetzt bekommen wir als nächstes die Frage nach dem iCloud-Schlüsselbund. Möchte ich den verwenden, über anderes Gerät bestätigen? Ja, möchte ich, denn nutze ich und ich will natürlich auch die ganzen Passwörter vom anderen Gerät dann benutzen. Anfrage gesendet. So, und jetzt poppt hier sowohl beim iPad als auch beim alten iPhone die Anfrage auf. Und da muss ich auch nochmal ganz kurz Passwort eingeben von iCloud, damit ich die ganzen Passwörter dann auch abgeglichen werden. So, Anfrage ist bestätigt worden. So, das können wir jetzt wegmachen und als nächstes kommt die Siri-Integration, also Siri-Einrichtung. Natürlich mache ich das jetzt. Wer draußen iOS-Geräte hat mit Siri, kurz 30 Sekunden vorspulen, sonst springen die nämlich jetzt an. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri, wie ist das Wetter heute? Hey Siri, ich bin's. So, das soll nämlich dazu dienen, dass, naja, Siri mehr auf eure Stimme hört oder im Idealfall nur auf eure Stimme. Aber, wie man immer wieder mitbekommt, naja, ist nicht so ganz ausgereift. Andere können auch euer Ding aktivieren. So, Diagnosedaten an Apple senden ja oder nein? Ich sag einfach mal nö. Und jetzt kommen wir endlich zur Einstellung von der Home-Taste. Los geht's. Hier kann ich jetzt die unterschiedliche, was soll man sagen, Druckempfindlichkeit oder Reaktion rausholen. Stufe 1 ist das leichteste. Dann 2, na, doppelt so stark. Und 3, nochmal doppelt so stark. Also ich sag mal, 3 ist viermal so stark wie 1. Ich würde zwar sagen, wenn ich auf einen normalen Home-Button drücke, na, dann ist 3 doch schon das, was man am ehesten vom Druckgefühl hat. Aber ich sage, im direkten Vergleich zwischen 3 und 2 gefällt mir 2 am besten. Das heißt, ich nehme einfach hier die voreingestellte goldene Mitte. Anzeige-Zoom, einmal draufdrücken auf Ansicht wählen. Dann kann man auch gucken, normalen Standardansicht oder vergrößert. Standard reicht mir aus, dann auf Weiter. Und wir sind durch. So, jetzt müsste das iPhone eigentlich anfangen, die ganzen Apps runterzuladen. Wir gucken einfach mal. So, da kommt die Einrichtung von der SIM-Karte. Wetter zugreifen auf den Standort, ja. So, und wo sind jetzt meine ganzen Daten? Das ist jetzt ja skandalös. Der hat jetzt mein iCloud-Ding nicht wiederhergestellt. Der hat das Update gemacht, mich dann nochmal nach dem Passwort gefragt, aber der hat das Backup aus iCloud nicht wiederhergestellt. Schweinerei. Bedeutet, wir können auch einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und einmal gucken, wie viel Speicherplatz wir beim 128er noch frei haben. Verfügbar, na gut, 116 GB, aber wir haben auch gesehen, hier sind die ganzen dicken Apple-Apps schon vorinstalliert, iMovie, GarageBand und die Office-Apps, die verschlingen ungefähr so 4 GB. Bedeutet, bei der 128er-Version wären dann so gute fast 121 GB frei, was ein netter Wert ist. Wir erinnern uns, 128 GB von Bits und Bytes Umrechnung geht eh was flöten, dann 5 GB für iOS, wobei weniger. Ich finde es ist ein solider Wert, kann man mit arbeiten. So, und das ist jetzt gerade schade. Wenn iCloud das Backup jetzt sich bei euch nicht installiert, dann nicht verzweifeln, dann einfach in die Einstellung hoppeln, dann auf allgemein ganz runter und ja, einige wissen, worauf ich hinaus will, zurücksetzen und zwar alle Einstellungen, Inhalte und Einstellungen löschen. Es gibt leider nach wie vor keinen Weg, aus einem aktiven iPhone dann auf ein iCloud Backup runterzuladen und dann aufspielen zu lassen. Nein, man muss es wirklich erst platt machen, den Einrichtungsprozess nochmal durchlaufen und an dem Punkt wieder das Backup wiederherstellen aus der iCloud auswählen, geht leider nicht anders und das mache ich jetzt auch, also zurücksetzen, einmal mit bestätigen, nochmal bestätigen und jetzt muss ich mich dann nach diesem bestätigen das Ganze ein viertes Mal bestätigen, nämlich aus der iCloud sozusagen abmelden
Und dann machen wir das Ganze nochmal, aber diesmal so schnell, dass ihr das kaum mitbekommt. Also wir sind jetzt wieder an dem Punkt, sagen wieder aus iCloud Backup wiederherstellen, loggen uns wieder ein und wählen dann unser heutiges Backup aus oder halt ein anderes, je nachdem, was ihr wollt. Und lassen das Ganze dann eine Runde rödeln. So, nicht abschrecken lassen durch die teilweise doch recht hohen Wartezeiten, die da angezeigt werden. Bei mir stand da eben 2 Stunden. Das waren jetzt aber irgendwas 20 bis 30 Minuten. Dann startet das Gerät neu. Ihr saht nochmal den Balken. Jetzt nochmal entsperren mit dem Code, den ihr eingerichtet habt. Update abgeschlossen, iPhone wurde aktualisiert, wir sind fertig. Und jetzt überspringe ich den Teil wieder, den ihr eben schon gesehen habt, und wir sehen uns dann im Homescreen. Und schon sind wir im Homescreen. So, jetzt werden die ganzen Apps noch nachinstalliert. Aber das Schöne ist natürlich, hier muss ich mich jetzt um nichts kümmern. Die werden mit und mit installiert und sind sogar genauso angeordnet, wie ich sie auf einem alten iOS-Gerät oder auf einem alten iPhone dann habe. So, die Leistungsfähigkeit wird natürlich jetzt eingeschränkt. Deswegen ist natürlich jetzt ein bisschen bescheiden, wenn ich jetzt gerade mal die Kamera teste. Aber ich will hier doch zumindest einmal ganz kurz rumgucken. Und zwar, boah, trotzdem speichert die ganz schnell. Der Verzögerung war gerade noch, weil er scharf stellen musste. So, ach, ich dachte, ich hätte HDR aktiviert. Jetzt nochmal mit HDR. Ja, da braucht er nach wie vor ein paar, eine Mini-Gedenk-Extrasekunde. Das funktioniert also alles. Videos sind auch schon auf 4K hochgestellt. Und jetzt schwenken wir einfach mal rüber. Und guck mal hier, habe ich ja noch gar nicht hingeguckt. Wir haben ja hier den Zoom-Button für das zweite. Und wie zoomt man jetzt? Ach so, einfach. So, und das ist jetzt unser optischer Zoom mit der anderen Kamera. Knipsen wir mal ganz kurz und knipsen auch mal so. So, und jetzt gucken wir doch mal, ob das reingezoomte, oh, das sieht schön aus. Das sieht doch schön aus. Und vor allem sieht es besser aus, denke ich mal, als auf dem hier mit, also auf dem normal geschossenen Bild dann rein zu zoomen. Nö. Und auf dem, was dann schon so aufgenommen war, kommt nochmal her. Wo haben wir es denn jetzt? So. Oh ja. Das ist deutlich netter, dann nochmal rein zu zoomen, also mit dem optischen Zoom, dann nochmal rein zu zoomen, deutlich besser als ohne. Ja, gut, also erster Eindruck kann man natürlich gerade echt schwer testen, aber das funktioniert. So, was haben wir sonst noch? Mit dem Home-Button, mit dem Fingerabdruckscanner, ne? Ja, Entsperrung klappt. Lass mal was sabber, sabber. Jetzt mal mit nassen Finger ausprobieren. Und wir haben das Problem, also feuchte Pfoten erkennt er nach wie vor nicht. Was ist jetzt so mit ein bisschen nass? Ja, ein bisschen nass erkennt er, aber halt richtig nasse Pfoten nicht. Dann haben dann, ich sag mal, die Fingerabdruckscanner von Huawei sind da nochmal, oder vom OnePlus 3, das war ja auch sofort mit nassen Pfoten richtig, richtig nett. So, der lädt hier immer noch weiter die Apps runter. Gucken wir mal, ja, genau, das wollen wir doch mal ganz kurz sehen. Es wurde ja gesagt, die Farben sind wärmer und die hätten 25% mehr Helligkeit. Drehen wir doch mal am Rädchen. So, jetzt haben wir hier, naja. Gut, das ist natürlich jetzt gerade auch ein bisschen unfair. Wir nehmen mal ganz kurz eine neue weiße Seite. So, und was soll ich sagen? Also, nicht nur wirkt das alte iPhone 6 Plus deutlich heller und auch weißer vom Display. Lasst mal ganz kurz gucken. Ist hier irgendwas mit Farben? Night Shift aktiviert? Nix. Bis Sonnenuntergang ist es auf beiden deaktiviert. Gehen wir mal ganz kurz in die Einstellung und gucken da einmal bei Anzeigen und Helligkeit. Machen wir die Autohelligkeit aus. Und nein, also das, was da Apple versprochen hat, dass das neue Display 25% heller sein soll, das sehe ich hier mal überhaupt nicht. Da bin ich jetzt aber gerade sehr enttäuscht. Hören wir mal ganz kurz in den Lautsprecher rein, wenn wir hier schon einen ersten Eindruck richtig ausführlich machen. So, und zwar schnappe ich mir jetzt einfach ganz normal das Video von eben. Lautstärke ist Pi mal Daumen gleich. Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter in unserer iPhone 7-Reihe. Jetzt ist das große iPhone 7 Plus dran. Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter in unserer iPhone 7-Reihe. Jetzt ist das große iPhone 7 Plus dran. Und ratet mal, womit ich... Ja.
Klingt deutlich lauter und auch deutlich besser vom Klang. Also das jetzt erstmal vom ersten Eindruck, natürlich mit so einem YouTube-Video, naja. Aber ich bin dann für morgen früh guter Dinge, dass da was kommt bei der Display-Helligkeit. Ich weiß ja nicht, vielleicht muss ich da noch irgendwann mal was anderes einstellen oder sowas. Aber das alte ist ja deutlich, deutlich heller. Und wir haben es ja gerade verglichen, das liegt nicht daran, dass hier noch so viele dunkle Apps drauf liegen, die erst noch geladen werden müssen. Ansonsten ist mir noch eingefallen, die Dinger sind gleich breit, gleich lang, gleich dick. Da hat sich nichts getan, aber das Neue ist 4 Gramm leichter. Bei den normalen iPhone 7 sogar 5 Gramm sind die Dinger leichter geworden. Merke ich diese 4 Gramm? Nein, natürlich nicht. So, und ansonsten, das war jetzt das etwas kompliziertere Einrichtungsvideo. Ach ja, und bei der Frontkamera, damit wir die auch noch eben haben, auch hier haben wir die neue 7-Megapixel-Kamera verbaut, die auch dann automatisch 720p-Videos aufnimmt. So, und ansonsten freue ich mich jetzt damit rumzuspielen, damit Vergleiche zu machen und auch dann vor allem mit der Rückseitenkamera mal rumzufilmen, rumzuexperimentieren. Leider ist es heute etwas spät geworden mit den ganzen Einrichtungsvideos. Und das war jetzt auch hier Video Nummer 9, das ich gerade abdrehe. War ein langer, intensiver Tag. Ich hoffe, es hat euch allen da draußen auch ein bisschen Spaß gemacht und ein paar Videos gefallen. Wer sich fragt, warum, ihr seht doch jetzt hier gerade erst 4, ja, aber nochmal 4 englische Videos und dann nochmal 1, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht, mit der neuen iPhone-Generation rumzuspielen und morgen dann damit rauszugehen und dann auch vernünftig der Rückseitenkamera auf die Flossen zu gucken. Ach ja, und es gibt ja noch ein anderes Apple-Zeug zu entdecken, sage ich jetzt mal. Gibt ja auch noch ein anderes Produkt, was rausgekommen ist. Und wir haben ja noch ein paar Hüllen und was nicht alles. Also es bleibt spannend für die Android-Fraktion da draußen. Ja, gebt den Apple-Janern auch mal ihre 1, 2, 3, 44 Tage im Jahr, wo es sich um sie dreht. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!